Danke, Schatz. Deine Nase wurde geklaut. Da ist sie. Dad, gib sie zurück. Tschüss, Mädels. Bye, Dad. In 10 Minuten kommst du wieder. Er klaut mir immer meine Nase. Oh nein, es ist Carl Weathers und er hat eine Knarre. Jetzt ist Carl Weathers ein Zombie und er wird sich rächen. Er wird euch alle auffressen. Was? Bitch. Gehen wir was futtern? Was ist mit dir in letzter Zeit? Was meinst du? Was ich meine? Du bist immer so abgelenkt in letzter Zeit. Du hast noch nie so viel Essen auf deinem Teller gelassen. Was bist du, meine scheiß Mutter? Hab dich nur beobachtet. Das ist alles. Ja, ich hab halt viel im Kopf. Ja, ich glaube, ich brauche mal Urlaub oder sowas. Vielleicht bin ich auch gelangweilt, keine Ahnung. Ich weiß, was du brauchst. Bier, Junkfood und das Allerwichtigste, ein Horrorfilmabendmarathon. Glücklicherweise, anders als einige Warmduscher, die ich kenne, und damit meine ich übrigens dich, hab ich zu Hause die besten Filme aller Zeiten und kann mir nichts Schöneres vorstellen, als den Abend heute mit ihnen und dir zu verbringen. Es wird Zeit für ein bisschen Return of the Living Dead 3 Action. Mindy Clark? Mindy Clark? Du bist der Beste. Na, auf jeden. Oh, was könnte dein alter, krustiger Arsch denn für heute Abend anderes geplant haben? Naja, ich und die anderen Kreaturen, mit denen ich zusammenlebe, wollen eigentlich essen gehen und den neuen Pixar-Film zusammen gucken. Was? Der letzte war totaler Schrott? Sprechendes Obst, komm schon. Das ist nicht mal halb so gut wie mein Vorschlag. Naja, ich hab's Katie versprochen. Ja, klar, Katie. Alter, wir sind keine 15 mehr. Und außerdem, wird's dir nicht langsam langweilig, immer dieselben Horrorfilme anzuschauen? Okay, dann gucken wir eben einen neuen. Es gibt bestimmt irgendeinen. Aber nicht heute Abend, ich kann nicht. Sorry.